dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen auch Ihnen zu Hause. Ja, willkommen. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir uns heute auf das Gespräch mit einer Frau freuen, die zweifellos zu den berühmtesten Frauen der Welt überhaupt gehört und die genau deshalb im Laufe ihres Lebens für so viele zur Identifikationsfigur geworden ist und auch das genaue Gegenteil davon. Viele Perser bewundern sie bis heute, weil sie sich als Kaiserin für liberalere Ehe- und Scheidungsgesetze eingesetzt hat. Viele Iraner, vor allem die streng Religiösen, nehmen ihr genau das bis heute übel. Sie hat persische Geschichte mitgeschrieben. Vor allem die Umstände der dramatischen Flucht von 79 sind bis heute unvergessen. Sie hat auch deutsche Geschichte mitgeschrieben. Der Schah-Besuch mit all der Tragik, die er mit ausgelöst hat, ist bis heute ein feststehender Begriff. Und dann gibt es noch die Generationen von Müttern, die unter der Trockenhaube beim Friseur nichts lieber gelesen haben als diese schönen Klatschgeschichten aus Tausend und einer Nacht über den Schah und die Kaiserin und die Krone und die nicht ahnten, dass auch der Redakteur, der sie erfunden hatte, tierisch einen in der Krone hatte. Herzlich willkommen, Farah Diba Pahlavi. Ich freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Herzlichen Dank für deinen Besuch, Dieter. Und du hast es eben schon kurz angedeutet, bist durch den Iran gereist. Und noch einmal ganz herzlich willkommen einer Frau, auf deren Leben wir jetzt ein bisschen schauen wollen, weil es ein sehr aufregendes Leben war, ein Leben, das zunächst mal in einer sehr edlen, in einer elitären Familie begonnen hat, mit einer sehr, sehr guten Ausbildung, mit einer westlichen Erziehung. Irgendwann wurde daraus ein Märchen aus Tausend und einer Nacht und dann drehten sich plötzlich die Dinge in eine ganz andere Richtung. Bevor wir gleich darüber sprechen, schauen wir einmal ganz kurz rein in dieses wirklich faszinierend andere Leben, vor allen Dingen, wenn man das mal vergleicht mit dem Leben, das die meisten von uns führen. Also, Farah Diba Pahlavi, erste und einzige Kaiserin Persiens. Herzlich willkommen bei uns hier in der Sendung. Ich würde gerne mit Ihnen einmal in diese Geschichte einsteigen, die Sie erlebt haben. Ich glaube, viele hier in der Runde sind aufgewachsen mit Farah Diba Pahlavi und dem Schah auf der Titelseite der Regenbogenpresse. Ich habe das so bei meiner Mutter immer wieder gesehen. Sie waren eines der meistfotografierten Paare der Welt. Sie selber eine der meistfotografierten Frauen überhaupt der Welt. Und das war eigentlich so ja alles gar nicht vorgesehen. Sie waren 21, als Sie den Schah kennengelernt haben. Als junge Studentin, haben wir eben gehört, in Paris. Was war das für ein Mann und wie haben Sie sich oder er sich Ihnen angenähert? Das erste Mal, dass ich ihn aus der Nähe gesehen habe, das war in Frankreich, als ich Studentin war. Da hat man mich ihm vorgestellt. Und ich war natürlich sehr aufgeregt, denn in unserer Familie waren wir Monarchisten. Wir haben immer an den Schah geglaubt, wir fanden ihn gut. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich Architektur studiere. Da war er ganz überrascht, denn 50 Jahre vorher, da gab es nur sehr wenige Frauen in der Architektur. Ich habe das meiner Mutter erzählt, dass ich ihn treffen würde. Und da habe ich ihm gesagt, dass er schöne, aber sehr traurige Augen hätte. Und dann haben wir uns kennengelernt. Und er war ein wunderbarer Mann, menschlich gesprochen, sehr nett, intelligent, bemüht, sehr höflich, sehr kultiviert. Er hatte sehr viele positive Eigenschaften. Und er hat so viel für sein Land getan, für unser Volk. Und ich als iranische Frau, ich wollte immer meinem Land dienen. Meine Freundinnen, die sagten immer, wirst du heiraten? Und ich sagte, nein, ich will erst mal studieren und dann werde ich zurückkommen, um meinem Land zu dienen. Ich war in einer guten Position. Als Iranerin habe ich natürlich mein Land geliebt, meine Landsleute geliebt. Ich bin meinem Mann sehr dankbar, der mich immer geführt und unterstützt hat. Und auch mit der Hilfe vieler Iraner war ich an vielen unterschiedlichen Aktivitäten beteiligt. Für Kinder habe ich mich eingesetzt, für die Kultur, für den Sport, für Kranke. Und es gab eine Zeit, in der der Iran einen Fortschritt erlebt hat.
Wenn ich daran zurückdenke, dann denke ich, dass viele Träume in unserer Zeit wahr geworden sind. Und Sie haben ja den Staatsbesuch in Deutschland angesprochen. Ich bedauere sehr, was damals passiert ist. Ich bedauere sehr, dass dieser junge Mann da gestorben ist. Und der Mann, der diesen Benno Ohnesorg erschossen hat, der war ja von der Stasi. Er hat das absichtlich gemacht. Das hatte gar nichts zu tun mit dem Problem mit dem Schah. Man hat ihnen, naja, es hatte schon mit dem Besuch letzten Endes zu tun, mit dem Schah-Besuch. Das war der Auslöser für die 68er-Bewegung, kann man wirklich so sagen. Es hängt ganz unmittelbar auch mit diesem Schah-Besuch, das ist ein feststehender Begriff in der deutschen jüngeren Zeitgeschichte, hängt ganz eng mit diesem Schah-Besuch zusammen. Und auch das, was dann danach in Ihrem Land passiert ist, ist etwas, von dem ich mich gefragt habe in der Beschäftigung. Haben Sie beide, haben Sie gemerkt, dass da irgendetwas brodelt, dass da irgendetwas aus der Balance gerät und dass möglicherweise unruhige Zeiten auf Sie zukommen? Haben Sie das gespürt? Ja, natürlich. Ein Jahr, bevor die Probleme anfingen, da haben wir das schon mitgekriegt. Und wenn Sie sagen, die Leute sind im Land vor Hunger gestorben, dann ist das Gegenteil der Fall. Das Land hat Fortschritt erlebt. Es gab eine Mittelklasse, eine Mittelschicht. Die Emanzipation der Frau ist vorangegangen. Mit meiner Krönung habe ich gesagt, dass ich auch das Gefühl gehabt hätte, dass er jede Frau im Iran gekrönt hätte. Wir hatten freie Bücher, Universitäten, freie Behandlung im Krankenhaus, freie Bücher. Wir hatten so viele gute Sachen. Es gab Leute, die gegen uns waren, ja. Und das gab es Linksgerichtete und Kommunisten, die gedacht haben, dass mit der Region der Schaligia der Schah das Land verlassen würde. Und Khomeini hat all diese Gruppen angesprochen. Er hat Tausende von ihnen später umgebracht. Und die Revolution, das war eine Mischung von unterschiedlichen Problemen, internen Problemen und externen Problemen. Jetzt kommt immer mehr ans Tageslicht. Mhm. Mich würde vor allen Dingen Ihre wirklich persönliche Geschichte interessieren, wenn man sich das mal anschaut, was für ein unglaublicher Wandel. Sie haben das mal so beschrieben, als junges Mädchen habe ich in einem kurzen Kleid, so haben Sie das erzählt, Basketball gespielt. Das ist etwas, was heute so vermutlich nicht mehr einfach möglich wäre und vermutlich hätten auch damals die wenigsten geglaubt, dass sich diese fundamentalistischen Kräfte dort so durchsetzen würden, wie sie es tatsächlich bis heute getan haben, weil Religion ganz offenbar ein Kitt ist, der in der Lage ist, Gesellschaften auf eine besondere Art und Weise dann doch auch zusammenzuhalten und vor allen Dingen dann, wenn man sie missbraucht. Sie beide sind mit Ihrer Familie 1979 dann geflohen. Das war im Januar, haben eine richtige Odyssee angetreten, einmal quer um die halbe Welt, sind erst nach Ägypten, sind dann nach Marokko, sind dann auf die Bahamas geflohen, sind dann irgendwann in Mexiko gelandet. Ihr Mann wurde dann in den USA aufgrund seiner Krebserkrankung behandelt. Dann wollten sie zurück nach Mexiko. Dann gab es plötzlich Absprachen zwischen den USA und Mexiko, weil man sagte, wir wollen hier keinen Ärger und diese Familie wollen wir ja auch nicht haben. Schickt den bitte woanders hin. Ihr Mann ist schlussendlich dann in Kairo gestorben. Und das Leben ging für sie eigentlich nicht so weiter, wie man annehmen könnte. Ich hätte vermutet, da gab es jemanden, der sich zurückgezogen hat, der sich zwar politisch noch einmischt an der einen oder anderen Stelle und mit seinen vier Kindern ein schönes, glückliches Leben lebt, aber das war ihnen nicht vergönnt. Was ist mit ihren Kindern passiert? Yes, ja, ich bin ja Iranerin und das werde ich auch immer bleiben. Der Iran ist und bleibt mein Land. Wie gesagt, hatten wir sehr schwierige Zeiten in unserem Leben. Nachdem mein Mann verstarb und wir von einem Land zum anderen gezogen waren, da wurde sehr viel über uns gesprochen und erzählt. Ich habe meine Tochter Leila verloren und meinen Sohn Ali Reza. Als Iranerin muss ich immer positiv denken. Ich lebe mit dem Iran. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, dann schalte ich das iranische Radio ein. Dann höre ich die Nachrichten, dann höre ich die Musik. Ich lebe mit dem Iran. Ich würde gerne zum Schluss mit Ihnen über Ihre Stiftungsarbeit sprechen, die nämlich sehr viel genau damit zu tun hat. Wenn man als Mutter
zwei seiner vier Kinder verliert, dann kann ich mir nicht wirklich vorstellen, wie man dann in der Lage ist, ein einigermaßen vernünftiges Leben weiterzuleben. Sie haben das gemacht, weil offenbar in Ihnen etwas ist, das sehr, sehr stark ist. Was hat Sie aufrecht gehalten und was ist der Zweck und der Sinn dieser Stiftung? Ich sage mir immer selbst, dass das Leben ein Kampf ist, und zwar für jeden von uns. Ich vergleiche mich mit anderen Tausenden von Frauen in der Welt und schaue mir an, wie die leben. Für meine Landsleute, die so viel verloren haben, da muss ich mir immer sagen, zumindest weiß ich, wo meine Kinder gestorben sind und ich weiß, wo ihr Grab ist. Viele Iraner wissen noch nicht mal das. Ich muss zugeben, dass es auch immer wieder Tage gibt, wo ich denke, ach, wäre es doch so gewesen oder wäre es so gekommen. Und dann muss ich mir immer sagen, war das Einstein, der gesagt hat, mit der ganzen Energie der Welt kann man auch keine Sekunde zurückgehen, nicht eine einzige. Und für meine Kinder, für meine Enkel, für meine Landsleute muss ich einfach weitermachen. Und auch bin ich den ganzen Tag beschäftigt. Und das beschäftigt meinen Geist. Und ich habe die Stiftung für Alireza gegründet. Denn er hat ja vorislamische Geschichte und Iranistik studiert. Und er hat sich mit den Sassaniden beschäftigt, im Sassanidenreich, das wird auch die Pahlavi-Sprache genannt. Er hat viele Sachen aus deutschen Büchern übersetzt. Das heißt, ich habe also diese Stiftung gegründet und einige Iraner haben mich dabei unterstützt. Ich habe auch einige Bilder gemalt. Eine Freundin von mir hat mich wieder ermuntert zu malen, denn früher war ich gar nicht so schlecht dabei. Am Anfang hat es mich abgelenkt von dem, was mir an Tragischem passiert war. Dann habe ich auch einige dieser Gemälde verkauft. Dann haben wir angefangen, davon Lithografien zu machen. Und Sascha Helen hat gesagt, es gibt eine Galerie in Menzingen in Deutschland, die interessiert daran wäre, meine Bilder zu verkaufen. Da habe ich gedacht, warum nicht? Und deswegen bin ich auch in Deutschland und hoffe, dass diese Bilder verkauft werden. Es gibt auch eine Website, die heißt Farah Art. Und wir hoffen so, die Gelder zusammenzubekommen für die Stiftung, damit Harvard Stipendien vergeben kann. Also, herzlichen Dank, Farah Diva. Das ist der Begriff, unter dem wir Sie eigentlich kennen. Jemand, der in seinem Leben viel erlebt, viele schöne Dinge, aber auch viele sehr dramatische Dinge und der offenbar an diesem Leben nicht zerbrochen ist, so erleben wir Sie heute Abend hier. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, vor allen Dingen auch für diese Stiftungsarbeit. Herzlichen Dank für den Besuch in der Sendung. Würde gerne, weil Sie das gerade angesprochen haben, zu Heinz Buschkowski.